eine Dogge. Das wäre so eher meine Größe maximal. Nimm's nicht persönlich, mag Hunde eben lieber als Pferde. Eindeutig. Aber warum lache ich mir auf einem Pferdewett an? Hundetrainer hat's doch auch locker getan. Du liebst eben das Risiko. Ja, ja. Und jetzt? So. Meinst du denn, das hilft, wenn ich mit dem rede? Ja, solange du keine Horrorgeschichten erzählst und ihm Angst machst. Ich ihm. Hier drauf? Ja. Halt mich mal. Vorsicht! Nee, nee. Wir haben keine Angst, oder? Wir werden ganz gute Freunde. Und los geht's. Wo hast du denn deinen stolzen Reiter gelassen, hä? Hä? Olli? Olli! Scheiße. Olli! 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 Mann, von Biene kann man doch überhaupt nicht runterfallen! Doch. Olli! 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 Scheiße, ich bin so ein Vollidiot. Olli! Mund-zu-Mund-Beatmung. Du bist überhaupt nicht ohnmächtig? Die Mund-zu-Mund-Beatmung, die musst du dir erstmal verdienen. Oh. Ja. Ja. Bin ich? Ja, ja, ja. Ja. Wäre ich nicht gestolpert, hättest du mich eh nicht gekriegt. Von wegen. Bin einfach der bessere Fitnesscoach. Mhm. Dann wechsel doch deinen Job. Schön Nordic Walking mit 80-jährigen Omis. Die Stimme stimmt auf dich. Ich wusste gar nicht, dass du so ein schlechter Verlierer sein kannst. Verlierer, ich. Mhm. Wer hat denn bitte die mündliche Prüfung gerockt, ha? Und wer hat's von Anfang an gewusst? Du bist und bleibst mein Coach, klar? Und du mein Lieblingspferdeflüsterer. Was ist denn eigentlich Biene? Warum hast du Sehnsucht? Nach einem Pferd? Nee. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir ungestört sind. Aha. Mhm. Okay. Sag mal, wo ist denn eigentlich dein Ring? Scheiße, das habe ich gar nicht gemerkt. Hoffentlich taucht er wieder auf. Jetzt aber ruhig ein bisschen besser aufpassen können. Das ist unser Verlobungsring. Sorry, das habe ich ja nicht mit Absicht gemacht. Was ist, wenn wir den nicht mehr wiederfinden? Wir müssen den finden. Was kriegt denn eigentlich der Finder? Wie wäre es mit einer Fußmassage, so lange wie er will? Du mieses Stück, du. Ich habe uns schon vom Scheidungsrichter gesehen. Also, vergiss es. Ey. Ich geb dir.
Lass mich in Ruhe! Nee, komm her! Das lass ich nicht wirklich sein! So, und jetzt endlich mit Shampoos. Sehr gute Idee. Wollt ihr nicht erstmal duschen? Wir sind ein anständiger Laden hier. Oh. Aber in diesem anständigen Laden sind Reiter durchaus willkommen. Ja, wenn sie frisch gewaschen sind und gut riechen, dann macht der Chef vielleicht eine Ausnahme. Der hat nämlich was gegen Pferde. Ach, von wegen. Ich habe gehört, der soll sogar ein großartiger Reiter sein. Und ob? Wie hast du den denn bitte aufs Pferd gekriegt? Ob, er hat das ganz fantastisch gemacht. Sagen wir mal so, er hat klein angefangen und wir haben uns dann langsam gesteigert. Mhm. Jetzt sind Biene und ich beste Freunde. Biene. Das größte und gefährlichste Pferd im Stall. Daher auch der Name. Flink wie eine Biene. Ach komm, ihr verarscht mich jetzt, oder? Wie kommst du denn darauf? Das heißt, du hast echt deine Angst vor Pferden überwunden. Mhm. Wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, dann kann man alle Ängste überstehen. Hört, hört. Komm her, hört, hört. Wird man da richtig neidisch.